trotzdem wieder da. Ich bin euer Agner917. Und ich bin Lost, noch immer da. Bei Let's Play Trauma Center Second Opinion. Hauptklinikum, Zimmer 207. Ich danke Ihnen von Herzen, Doktor. Es hat so unerträglich wehgetan. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Sterben. Naja, eine Blinddarmentzündung ist noch eher selten tödlich ausgegangen, wissen Sie. Aber ich freue mich trotzdem über Genesung, Mr. Fasano. Wenn meine Frau einmal krank ist, dann sorge ich dafür, dass nur sie sie operieren. Tja, dann sollte sie mal besser nicht so schnell krank werden. Ja, aber sonst stirbt sie. Wenn sie es sagen, Häkchen. Häkchen auf Drogen. Yay. Yeah. Die Häkchen sind wirklich das Schönste an meiner Arbeit. Könnte ich mich wirklich davon trennen? Da ist die Motion, ich beginne wegen auf Blöcken. Yeah. Okay. Ja. Oh Gott, mit Zeitklappen, Prolaps und oh Gott, Insuffizienz festgestellt. Hohes Risikopotenzial erfordert Einsetzen einer synthetischen Herzklappe. Ja. Ich setze eine Herzklappe ein anscheinend. Pferd. Ja. Das ist meine Maus. Ich hoffe, man sieht sie nicht. Aber ich glaube nicht. Weil mein Programm muss nicht mit aufnehmen. Ja. Egal, was du gesagt hast. Dauert Sicherheitsrhythmusstörungen. Wir operieren anscheinend ein junges Mädchen. Ja. Schade. Okay, Einschnitt. Bitte das sehen. Ah, okay. Was? Unregelmäßiger Herzschlag? What the fuck? Herz rebelliert! Nein! Das kann ich doch zur Genüge. Kann man flimmern. Oh Gott. Ah. Scheiße. Angst. Jetzt haben wir. Zu früh. Zu früh. Viel zu früh. Okay. Jetzt hat's geklappt. Yay. Okay. Ja. Phew. Wir müssen reanimieren, bis es aussieht. Doktor. Ja. Okay. Das heißt, wir werden drei Schnitte machen. Als erstes müssen wir das ganze Blut absaugen. Die Sicht ist voll. Boah, Sicht ist voll. Ich hab auch gar nicht. Na gut, schon doch. Aha. Okay. Herz fibrilliert. Scheiße. Wir müssen was machen. Wie viel Blut ist so? Ah. Eins. Zwei. Okay, Puls schlägt wieder. Pschu! Glück gehabt. Und, fein das Ding. Stopp. Ah, scheiße! Fibrilliert wieder! Okay, Defibrillation! What? Eins. 3000 Volt, Schwester! Juhu! Amazing! Okay. Herzklappe transplantiert. Der Herz wieder zugelegt. Ja, das war wunderschön. Oh, Operation geglückt. Okay. Sie kann bald wieder mit ihren Freunden draußen spielen. Wunderschön zugelegt. Das ist doch gar nicht so weit nach oben oder so. Nö, niemals. Ja. Ey, echt, mir tun die Leute leid, die du zunehmst. Die haben ein bisschen total seinen Arzt und weißt was ich. Seh mal, wie viele Leute ich inzwischen schon gerettet habe. Ja, aber trotzdem. Stell dir das mal vor, du wirst am Herz operiert und hast du später eine Narbe am Kopf oder am Auge oder so. Warum nicht? Ja, wenn du sie zunimmst, ja, da passiert das. 3987 Punkte. Geht es meiner Tochter, geht es Elisa gut? Der Eingriff war ein voller Erfolg. Sie muss sich zwar etwa 2 Monate erholen, bevor sie wieder zur Schule kann, aber dann wird es ihr so gut gehen, als wäre sie nie krank gewesen. Das freut mich so sehr. Oh, vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Freu. Herzoperationen sind immer besorgniserregend, besonders bei Kindern. Aber dank der modernen Medizin können wir solche Fälle heute viel besser behandeln. Vor 10, ja sogar vor 5 Jahren sah die Situation noch ganz anders aus. Heute ist das Risiko von bleibenden Schäden bei jungen Patienten weitaus geringer. Um ehrlich zu sein, ich sorge mich vielmehr um die psychische Belastung.
Gerade bei kleinen Kindern wie ihrer Tochter kann derartiger Stress zum Problem sein. Bitte kümmern Sie sich um sie so gut Sie können, damit sie schnell wieder gesund wird. Oh, aber natürlich. Häkchen! Elisa, wir haben dich so lieb. Oh, Häkchen! Häkchen! Ja. Moderne Medizin. Dum dum dum. Wer ist das? Mach einfach eine alte Stimme, alter Mannstimme. Es tut mir sehr leid, die moderne Medizin kennt noch kein Mittel gegen seine Krankheit. Sie haben mein tiefstes Mitgefühl. Mama, wieso weinst du denn? Ich glaube, das ist ein kleiner Junge. Ich glaube, das ist, ein kleines Mädchen. Ach, ein kleines Mädchen. Gut, ein kleines Mädchen. Er wird auch wieder gesund, oder? Wieso geht es Papa dann immer noch so schlecht? Ihr müsst ihn heilen. Helft ihm. Er ist doch mein Papa. Schnaff. Das ist doch ein Junge. Ja, sag ich doch, das ist ein Junge. Das ist der Kerl, nur eben kleiner. Egal. Halt, in den du redest. Dessen Namen ich vergessen habe. Derek. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, mein Junge. Kein Arzt auf dieser Welt könnte deinem Vater jetzt noch so helfen. Aber anscheinend war das wirklich Derek's Kindheit. Ja, sag ich doch. Wie die Welt sich ändern kann. Siehst du? Ja, ist gut. Schuhe. Dr. Hoffmann, ich werde das Angebot von Caduceus annehmen. Sie werfen heute ihr Glück vor, um diese Chance zu ergreifen. So was tolle Stimme hab ich da. Ich weiß, was ihnen widerfahren ist. Ich bin mir bewusst, dass Begabung letztendlich nur den Erfolgsdruck steigert. Dass alle von mir Leistungen erwarten werden, wie von niemandem sonst. Ich verstehe diese Bedenken. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, wird mir ganz sicher großen Schmerz bescheren. Aber ich bin Arzt geworden, damit niemand mehr an einer unheilbaren Krankheit stirbt. Nie wieder. Pünktchen, 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 Punkt, Pünktchen, 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 Häkchen! Krankheit bedeutet Schmerz. Und einen geliebten Menschen an eine Krankheit zu verlieren, ist noch schmerzhafter. Es ist sehr schwer für Ärzte, den Angehörigen mitzuteilen, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ich werde dafür arbeiten, dass Ärzte nie wieder so etwas sagen müssen. Caduceus hat schon tausende Menschen das Leben gerettet. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, Mittel gegen unheilbare Krankheiten zu finden, dann nehme ich diese Verantwortung auf, ich werde für Caduceus arbeiten! Juhu! Zum Wohle aller! Ja! Neue Gesichter, das ist der Beginn Kapitel 3. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Lost. Ja! Möchtest du ein abschließendes Auf Wiedersehen sagen? Ich will nicht! Tut mir leid, aber es ist halt. Danke, dass du dabei warst, das hat mich sehr gefreut. Klar, kein Ding, wenn du mich nochmal brauchst. Das Spiel ist toll! Ich mag die Story, ja, die gefällt mir richtig. Wir wissen, wie es weitergeht. Lad das alles ganz schnell hoch oder ich töte dich. Nö! Doch! Okay, also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Gast, wer es ist. Wird noch nicht verraten. Bis zum nächsten Mal, ich bin euer Agner917. Und ich bin zum letzten Mal hier, Lars! Tschüss! Tschüss!